Ja, Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario Kart DS. Beim letzten Mal Pilz Cup mit den vollen 40 Punkten abgeschlossen. Und ja, das Ganze möchte ich natürlich heute auch im Blumen Cup weitermachen. Ja, und dafür verwenden wir heute den werten Luigi. Das war unser größter Widersacher im letzten Part. Und soll ich das Standardding nehmen? Nee. Nee, komm, wir nehmen den Dreck weg. In dem Fall jetzt Schreck weg, weil er ein Kart ist. Ja, why not? Wobei, nee, Dreck weg, Alter, was rede ich da? Dreck weg ist das Teil von Mario Sunshine, Alter, was... Alter, ganz ehrlich, hau mir auf den Kopf. Schreck weg stimmt schon. Weil es ja das Teil ist, was Luigi hatte bei Luigi's Mansion. Ja, soll so sein, okay. Ein bisschen Verwirrung gerade zum Start, why not? Für alle, die jetzt gerade den Bildschirm einschlagen wollten, ich verstehe euch. Ja, es startet mit der glühenden Wüste. Die für mich, by the way, beste Wüstenwelt überhaupt. Und ich habe gerade das Driften komplett vergessen. Ich bin gerade einfach nur so eingelenkt. Ey, komm, jetzt ist Yoshi da vorne mit dabei. Ey, das wär's jetzt, let's go, wenn Yoshi jetzt Erster ist. Tatsächlich, lol, ist er wirklich unser stärkster Gegner heute, das wär krass. Vor allem, ich würde es feiern. Stell dich einfach mal vor, den wir beim letzten Mal zum Sieg geführt haben, wird automatisch immer der im nächsten Part Erster ist. Also, das wäre schon ironisch geil irgendwie, aber ja. Bowser, ey, ganz ehrlich, den Typen hasse ich auch. Jetzt haben wir Yoshi schon wieder so einen Vorsprung gegeben. Das ist nicht gut. Jetzt fahre ich schon wieder irgendwo rein. Ja, wow. Vielleicht ist im Test-Teil doch ein bisschen schwieriger, als es in den anderen Spielen der Fall ist. Jetzt war es schon wieder knapp. Ich glaube, der Blitz hat uns aber ein bisschen was gebracht. Vor allem, weil wir in dem Moment Fünfter waren. Das heißt, wir wurden am schnellsten wieder groß. Ja, wir kürzen jetzt gerade ein bisschen ab, aber das müssen wir. So, Yoshi, hallo, ich bin wieder hier. Und wie, du tust mir davon. Ich vergesse jedes Mal, dass es keinen violetten Boost hier gibt. Nein! Als ob ich den berührt habe. Das war mein, es könnte sein, dass mein erster flöten gegangen ist gerade. Dann kriege ich so eine Scheiße hier. Yoshi, geh weg! Okay, danke, Alter. Nein, nein, nein! Oh! Alter, der kam gerade schnell. Der kam gerade richtig schnell. Aber ich habe ihn noch abgewehrt. Das wäre fast unser erster Punktverlust gewesen in dem Projekt. Ja, die Strecken werden natürlich immer härter. Und by the way, heute wird der Part wahrscheinlich sowieso länger werden, denn es gibt, glaube ich, in dem Cup keine einzig richtig kurze. Die Piazza Delfino, ja! Der Delfino Square, wie er im Englischen heißt. Boah, ich liebe ihn, Alter. Ah, ist das schön. Und die Strecke kenne ich tatsächlich noch sehr gut aus Mario Kart Wii. Das ist wirklich ungelogen, weil die fahren wir ja relativ häufig. So, gab es da irgendwelche Unterschiede? Ich glaube nicht zur Wii Map. Vielleicht maximal, dass ein paar Sachen anders sind, aber glaube ich jetzt nicht, ne. Also der Sprung müsste sogar auch ganz normal möglich sein und... Alter, bin ich begabt. Ich fahre einfach wieder durch die Itemboxen durch. So, schießt der DK jetzt wieder... Ja, er schießt nach hinten. Ich sag's ja. Es ist tatsächlich so, dass jeder Com-Gegner gegen dich eingestellt ist. Also es ist wirklich jedes Mal ein 1 gegen 7. Selbst wenn du Letzter bist und der vor dir einen fucking Roten hat, dann schießt er den einfach nach hinten. Ich kann's nicht oft genug wiederholen, wie mich das aufregt. Ich kann das nicht oft genug wiederholen, ne? Vor allem, wer von den Entwicklern hatte eigentlich diese schlaue Idee, dass man das so einprogrammiert? Ich meine, das ist, mehr als Frustration ist das gar nicht. Da wirst du schon abgefuckt und dann schießt dir einfach der Nächste den Roten hinten rein oder vor dir rein in der Hinsicht. Weil die einfach so eingestellt sind. Da kommt ein Blauer, da kommt ein Blauer, da kommt ein Blauer. Weg, 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 weg. Okay. Das verschafft uns ein bisschen Luft auf der Map. An der Stelle, ich werde die Abkürzung nicht probieren. Erstens, weil ich sowieso keinen Pilz bekommen werde. Und zweitens, selbst wenn ich einen kriege, dann werde ich das sicher nicht dafür verwenden. Ja, ein bisschen Abstand herrscht sogar. Vor allem Yoshi, ey, der richtig viel Abstand gut gemacht. Nein, verdammt. Also wird wirklich jetzt ein Battle zwischen ihm und mir. Nein. Die Kanten nerven mich hier.
Yoshi, genau, komm noch näher von mir aus. Ich habe ihn nicht getroffen. Er hat einen roten, aber er schießt ihn nicht ab. Rechtzeitig passt. Ja, auch die Map problemlos. Nice. 2 Minuten, ne? Dann ist die echt im Wii ein bisschen länger. Weil da dauert die wirklich fast 3 Minuten, ne? Ja, okay, gut. Vergleich mit Wii mit DS, ich weiß Bescheid. Ist halt ein DS-Teil, da sind die Strecken halt ein bisschen kürzer. Und da war Luigi Flipper, genau, der war ja auch. Ich dachte, der war im Sterncup. Hey, ist er noch schöner, dann fahren wir ihn heute schon. Und der war Luigi Flipper, ist echt eine geile Map. Über den habe ich mich richtig gefreut, dass der in der zweiten Wave dabei ist. In Mario Kart 8 Deluxe. Aber natürlich, es geht nichts über den. Über die Originalversion. Und das ist natürlich hier der Fall. Ich bin gerade. Ja, moin. Ich bin gerade ein bisschen weit geflogen, vielleicht. Ein bisschen zu weit fast. Und Pilze sind natürlich auch eine geile Sache. Also in der Kurve, by the way, würde ich keinen raten, den Pilz einzusetzen, ne? Okay, ich mach's trotzdem. Ja, von mir aus. Weil ich gerade den Drift schon wieder komplett verkackt habe. Ich warte schon wieder auf den violetten Drift. Ey, gibt's das auch? Ich bin das so gewohnt. Dass ich auf diesen violetten Drift einfach hinspiele. So, da vorne sind DK und Yoshi mal wieder. Natürlich der Yoshi. Es sind meistens immer 2 Charaktere, die, ich sag mal, die größten Gegner sind. Einer natürlich immer, der ganz krass abgeht, und der andere, ja, der ist halt so ein Mitläufer. Den gelingt's ab und zu mal, ich sag mal, den eigentlichen Gegner zu. Alter, ich hab gerade in der Luft den fucking Hop gemacht für den Drift. Und das war mal absolut dumme Entscheidung. Ihr habt gerade gesehen, wo das hingeführt hat. Jetzt hätte ich fast die Kugel berührt. Jetzt hat er wieder ein Dreieck grünen. Ja, was soll ich machen? Ah, schießt sich selbst ab, perfekt. Nein, 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 nein. Da kommt der Grüne, da kommt der Grüne. Da kommt der Grüne. Pff. Knappe Kiste. Okay, aber die beiden sind noch relativ nah beisammen. Das heißt, die müssen sich ja irgendwo einen Unfall gebaut haben. Also ich schreibe den ersten Platz noch nicht ab. Bitte nicht auf der Map den ersten Punkteverlust, das wär's. Ja, so halt schon, wenn ich mich selbst abschieße. Ich bin erster, lol. Hey, wann habe ich die denn überholt? Ich meine, mich juckt's eh nicht, aber nice. Nein! Der Blitz ist gerade so ungünstig. Lass mal kurz da außen lang. Werd schnell groß, werd schnell groß, werd schnell groß. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Verfluchte Kacke. Das ist belastend. Dazu sage ich nichts, einfach weiter. Och komm! Ich dachte, das wird sich ausgehen. Der Blitz hat alles kaputt gemacht. Ja gut, erster Punktverlust. Nehme ich in Kauf. Und jetzt auch noch Fehlstart. Ich war gerade komplett gefistet. Ja, soll so sein. Ja, der Pilzpass. Auch eine schöne Strecke. Und eine weitere Strecke, die es beide über den Booster Pack in Mario Kart 8 Deluxe geschafft hat. Aber hier hole ich mir jetzt den ersten, das sage ich euch. Ich kürze das Ganze kurz mal ab. Wenn es sich ausgehen würde, natürlich nicht. Na warte, Yoshi, na warte. Alter, warum haut der so krass rein bei den Drift? Okay, hätte ich jetzt einen anderen Teil gespielt, dann wäre ich jetzt runtergeflogen, aber ja, zum Glück.
Mit so einem Glück ist das Handling hier so krass. Das war echt knapp. Oh, danke, Tod. Danke, danke, danke. Er schießt einen blauen ab und das ist... Boah, das war knapp. Nein, das hat nicht Yoshi getroffen, weil er nicht Erster war. Der hat echt mal den DK vorne angeführt, verdammt. Ja, super. Jetzt wurde dem Kerl geholfen. Ich traue mich gerade überhaupt nicht driften. Aber es ist wichtig, dass wir die Drifts können, auch später für den Missionsmodus, weil da werden die Drifts tatsächlich auch elementar wichtig werden. Ne? Hä? Der Yoshi ist Fünfter? Hat ihm ein Stoß runter befördert? Das kann sein. Und das ist gut, wenn das so ist. Das heißt, wir haben jetzt erstmalig die Überhand. Okay, er ist jetzt eh schon wieder Dritter. Vierter. Ich behalte den Yoshi jetzt mal ein bisschen im Auge, weil... Der kann relativ schnell werden auf... Ja gut, okay, er ist wieder Dritter. Er wird jetzt wahrscheinlich zeitnah den DK... Jetzt habe ich noch die Karte geguckt. Scheinbar ist ein Rot auf mich geflogen gekommen. Ich habe ihn jetzt aber auch gar nicht wahrgenommen. Ja gut, solange kein Blauer kommt, ist ja alles okay. Ich bin doch absolut das dämlichste Kind auf dieser Welt. Ey, wäre ich jetzt nicht so weit vorne gewesen, hätte ich mir meinen ersten gerade hergeschenkt. Alt. Knappe Geschichte, ich weiß. Jo. Unnötig spannend gemacht. Und zwar von Waluigis Flipper an. Bis hin zur letzten Kurve jetzt. Aber egal, wir konnten den ersten Platz noch sichern, das ist wichtig. Leider nicht mit der vollen Punktzahl, aber... Das heißt, wir haben eine Aufgabe für den nächsten Part. Da möchten wir natürlich dann wieder die vollen Punkte haben und das wäre zumindest mein großes Ziel. Und jetzt müsste sich sogar der Sterncup freischalten, wenn mich nicht alles täuscht. C-Rang nur, ja moin. Ja, die Strecken waren deutlich länger. Ihr seht schon, zwei haben über 2 Minuten gedauert. Und hier ist die Nachricht, der Sterncup ist jetzt im Nitro-GP dieser Klasse anwählbar. Ja, nice. Und das bedeutet, der Part an dieser Stelle ist damit zu Ende. Also im nächsten Part Sterncup. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, ciao.